Ui, sieht richtig hübsch aus hier, Mensch. Was denn? Ja, hier die Wand. Jesus, was ist das denn für ein Baum? Das war ein großer Baum. Da liegt ein Apfel, das ist meiner. Aua. Den darfst du gerne haben. Was zum Henker? Das war ein Baum, der hat hier die... Der versperrt den Weg. Ja, das hab ich doch gesagt. Ja, ich meine, er hat sich halt Mühe gegeben. Da wollen wir mal nichts zu sagen. Da hinten ist auch noch ein neuer Baum. Oder hatte ich die nicht weggehauen da? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Aber ich finde das an sich mit dem Grün ganz nett. Bisschen, ja, es bisschen, wird halt ein bisschen... Das ist halt nicht sehr höhlich, ne? Ja, naja, meine Güte. Wow. Hilfe. Ah, okay. Habe ich dann... Ich habe da bestimmt noch ein Holz drin vergessen. Irgendwo. Das wird... Na gut, das wird sich dann zeigen, wenn es alles despawnt. Oh, wenigstens ist helllich der Tag gerade draußen. So. Das ist schön. Jetzt gehe ich mal angeln. Du weißt auch, dass du den Stiel von der Angel festhalten musst, ne? Also nicht die Angel komplett ins Wasser schmeißen. Das ist mir bewusst, ja. Das ist gut. Ich wollte es nur erwähnt haben. Und kaum renne ich drauf zu, wird auch der nächste Baum groß. Das ist schön. Ja, so muss das. Habe ich wohl doch einen grünen Daumen. Mensch. Und, schon was gefangen? Ja, nix. Sing doch mal ein Anglerlied, wobei verschreckst du denn die Fische? Wahrscheinlich. Oder du lockst die an, weil du so lieblich dahin säuselst. Kann natürlich auch sein. Noch ein Apfel. Da ist noch ein Apfel. Alles voller Äpfel. Oh, schön. Da kann jetzt ruhig mal was anbeißen, Mensch. Ah. Oh, ich habe einen Fisch gefangen. Was denn für ein Lachs? Aha. Lachs ist super. Also, das stimmt, ja. Wie das im Spiel ist, weiß ich nicht, aber so in echt. Boah, wie viel Kobbel ist denn das mittlerweile hier? Das ist ja leicht übertrieben. Naja, vielleicht kann ich dir ein bisschen was abgeben für deine Map. Ja. Naja, begrenzt wäre es eigentlich ganz lustig, wenn man quasi Welten, also zumindest mittels Portalen einfach mal verbinden könnte. Ja, das hatten wir gestern mit Tanja auch das Thema, das wäre eigentlich echt cool. Mhm. Mal rüber spazieren. Dass man da, auch wenn man nicht auf einem Server angefangen hat, dass man da trotzdem irgendwie gemeinsam spielen kann. Oder halt zumindest mal sich besuchen kann. Oh. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel Nahrung hier so ein Durchschnittsfisch bringt. Das weiß ich auch nicht. Hier ist irgendwo ein Schleim. Atombunker. Das geht ja richtig ab hier, Mensch. Ja, also Action-Angeln gibt es, glaube ich, eher weniger. So im Durchschnittsbereich dieser Sportart. Ich frage mich, ob es eine Möglichkeit gibt, irgendwie durch irgendwelche Tricksereien schneller zu angeln. Das ist bestimmt irgendwas. Du meinst, ob es irgendwelche Glitches gibt? Ich habe einen Kugelfisch geangelt. Willst geil, du Minecraft-Angel-Speedrun machen? Ja, genau. Ja. Ich hab jetzt kein Zombiefleisch mehr. Ich habe einen Kugelfisch für dich. Dabei ist das Zeug so lecker. Den kannst du gerne haben. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Giftig. Ja, kann man aufblasen und dann kann man da so ein Schnürchen dran machen und kleinen Kindern dann so das Luftballon geben. Das ist bestimmt toll. Vor allem kombiniert mit anderen Luftballons dann. Da platzt bestimmt keiner von. Schon wieder ein Kugelfisch? Was zum Geier? Ja, was machst du auch? Du musst nicht so ungeduldig sein. Das merken die Fische. Ich... Das ist doch blöd.
lachen dich gerade unter Wasser aus, so ein bisschen. Ich glaube, ich muss irgendwann einfach mal so eine zweistündige Angelsession machen. Mm. Oh, hier ist ein Riesenschleim. Okay. Stirbst du Schleim, vielleicht? Aha. Das ist sehr freundlich von dir. Also Schleime sind, also als Gegner sind die ja auch eher so, boah. Ja. Ist nicht so. Ja. Ich find's halt schade, dass das irgendwie von den Entwicklern her nicht ein bisschen mehr an der Gegnervielfalt gearbeitet wird. Immer mal wieder so ein bisschen. Ja, die letzte neue Änderung war ja ein Enderman und das ist schon irgendwie, oder, nein, gut, Hexen gab's später noch. Ja. Aber es ist auch alles eher, boah, das Mittel. Man hat halt irgendwann die 5 Gegner, die es gibt, oder so. Einfach mal gesehen. Stimmt. Ich fände es halt echt cooler, wenn es einfach. Ja, gut, die kleinen Zombies gibt es auch. Ja, aber das sind halt einfach nur kleine Zombies. Ja, die sind schnell und röcheln sehr pädophil, muss man sagen. Das klingt schon ein bisschen seltsam. So. Warten auf das Eisen. Warten auf den Fisch. Was? Sind wir alle am Warten jetzt? Also wir alle zwei? Ja. Wow. Ich habe 9 Level. Let's wait together. Ich habe 9 Level. Hallo, ich habe 9 Level. Ja. Ja, war es mir ein bisschen Beifall? Nein. Manu. Hm. Pah. Eieiei. Dann gehe ich halt zurück. Vielleicht dann applaudiert. Ich halt wieder. Vielleicht applaudiert da ein Skelett für mich. Na komm. Whatever. Vielleicht noch ein aber bisschen was macht Weizen, der Weizen da? Wollte ich gerade sagen, was macht der Weizen da bei dir eigentlich? Der wächst auch schon irgendwie mal, ne? Ja. Ja, der ist wieder ein bisschen was nachgewachsen. Hm. Karotten dürfte ich jetzt. Die sind alle gewachsen, alle Karotten. Ja, immerhin hast du da auch was von. Ja. Man könnte meinen, speziell dafür habe ich das Zeug angebaut. Ne? Ich hatte ja auch irgendwie die ersten 150 Folgen nicht nur keine Diamanten, sondern auch kein Kürbis. Weil es war nirgendwo so ein blöder Kürbis zu finden. Okay. Also wirklich ja, Kürbis nirgendwo. Kürbis habe ich aber auch keinen. Nee, aber ja. Du hast ja noch ein bisschen Zeit. Ja, ja, und so viel Platz, um einen Kürbis zu finden. Mhm. Zum Beispiel auf der anderen Seite der Insel. Vielleicht gibt es ja eine Kürbisinsel irgendwo. Das ist so ein riesiger schwimmender Kürbis. Genau. So, ich will jetzt aber mal nebenbei kurz gucken, wieder hochprofessionell während der Aufnahme nebenbei den Browser aufmachen und gucken, ob man aus dem Kugelfisch irgendwas machen kann. Mhm. Vielleicht kann man den. Oh, vielleicht sollte ich mal ins Haus gehen, während es dunkel ist. Du hast ein Haus? Ja, halt, meine Rumpelkammer, weißt du. Ja. So, Kugelfisch. Der Kugelfisch kann aber auch als Nahrung gegessen werden. Also, ein ja, bisschen aber schöner könnten die ganzen Wege hier schon mal werden, noch. Ist immer noch ich. Ich hab dann Hunger 3 drauf, aber man kann ihn nicht braten. Na super. Ich kann ihn zum Trank der Unterwasseratmung braun verwenden. Mhm. Toll. Das, was ich jeden Tag machen will. Dann brate ich einfach die anderen 3 Fische, die ich habe, so. Da kenne ich nix. Okay, es scheint, als hätte ich da oben ein wenig Holz vergessen, weil da ist noch so ein grüner Blob, der einfach nicht despawnen will. Das ist der Nachteil bei diesen riesigen Bäumen. Dann übersieht man ein Holz, ne? Und dann will da einfach so ein gewisser Bereich des Baums nicht herunterfallen. So. So. Also ich habe 8 Karotten, 5 Brote und 2 gebratene Lachse und einen gebratenen Fisch. Das ist kein besonderer Fisch, das ist ein Fisch der Gattung Fisch. Mhm, mh, mh.
kennt man ja. Das heißt, du hast Lachs und Fisch. Ich hab einen Lachs gefangen und zwei Fische. Wow. Ist das nicht toll? Ja. So. Nur der eine Baum will irgendwie nicht. Wobei, ich mach den einfach weg. So, kein Bock mehr. Brauchst du jetzt noch was zu mampfen? Ich hab nichts mehr. Von daher wäre ganz nett, ja. Okay. Aber ist halt die Frage, also hier steht halt noch ein kleines Scheibchen Kuchen rum. Das war's dann aber auch. Ist halt die Frage, wie lange machen wir jetzt noch hier? Ob sich das noch hier zu mampfen lohnt. Ich würde sagen, noch eine Viertelstunde knapp. Mhm. Würde ich jetzt mal vorschlagen. Damit du noch 3 Folgen mehr hast. 10 Folgen. Ach so. Ja, ich bin letztens auch auf 30-Sekunden-Folgen umgestiegen. Ja, ich finde, das ist da lohnt sich praktisch die Werbung mehr. Hm. Ja, ich denke auch... Oh, Karottchen. Ich denke auch, ich mache demnächst einfach Instagram-Let's Plays. Damit kannst du ja, glaube ich, mittlerweile auch Videos hochladen. Ich habe keine Ahnung. Oder du machst halt ständig neue Fotos und die muss man halt nur schnell genug umschalten. Genau. Das geht dann auch. Hat man dann Daumenkino. Man muss sich halt zu helfen wissen. Oder man braucht natürlich ganz viele Bildschirme und dann kann man sich quasi, dann kann man immer schnell die Bildschirme austauschen. Mit den verschiedenen Bildern drauf. Genau. Da sehe ich auch gar kein Problem drin. Das kurbelt halt die Wirtschaft an, ist doch schön. Ja. Ja. Wer braucht nicht, also für, kommt halt drauf an, ne? Wenn du das 60 FPS-Feature dann nutzen willst. Naja. Da bin ich ja immer drauf gespannt, wann das dann jetzt tatsächlich auch kommt. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich das dann wirklich nutzen werde. Vielleicht. Also es wird wahrscheinlich sehr spielabhängig sein. Kannst glauben, dass ich das bei jedem Spiel, das auf 60 FPS läuft. Ja, eben. Also nichts, was auf den neuen Konsolen läuft. Ja. Ja, da mir die Konsolen eh recht egal sind, ist mir, also schmunzel ich da eigentlich die meiste Zeit eher. Katastrophe, ey. Ja, der PC ist schon eine nette Sache. Das stimmt. Wäre halt eigentlich ganz praktisch, wenn man quasi so ein statt dass man ganz viele Einzelkabel hinten am PC hängen hat, sondern ein dickes Kabel, ne? Und dann hat man quasi einmal in seinem Arbeitszimmer irgendwie eine Station und einmal neben dem Fernseher so eine Station, wo man das einfach reinstellt. Und dann ist alles komplett verkabelt und angeschlossen. Das wäre eigentlich echt eine coole Sache. Ja. Logistisch wahrscheinlich ein bisschen schwierig umzusetzen. So. Aber wäre eine coole Sache. Man muss halt ein bisschen, das ist halt nicht so, also es ist nicht so, dass man sowas dann wahrscheinlich fertig irgendwo kaufen kann. Weil das je nachdem vom PC abhängt. Oh, ich hab keinen Cobblestone mehr. Ach, Mensch. Ich glaube, ich weiß aber, wo welcher ist. Könntest du hier nur Cobblestone herbekommen? Ja, ich weiß es nicht. Kurz drüber nachdenken. Vielleicht in dieser Truhe? Nee, ich sehe da nichts. Das ist mir alles zu grau hier. Das Tolle ist, ich renne jetzt den ganzen Weg zurück, um einen weiteren Block zu setzen. okay, da war das. Sehr gut. Ja, da ist ein Creeper. Ja, manchmal muss man halt einfach Wege gehen. Da ist ein Creeper. Ein Creeper? Was meint der denn da oben? Ein Creeper? Nein. Ey, das war mein Kampf. Entschuldigung. Ja. Ich hab dir die ganze Glorie genommen. Stimmt. Nicht meine Gloria. ach, Karottchen habe ich ja, stimmt. Ich habe dir eben Karotten zugeworfen. Ja. Hast du mit einem Bogen herübergeschossen, als wären es Pfeile? Natürlich. Der Karottenbogen, wer kennt die nicht? Ja, ja. Ich. Zum Beispiel. Ja, es sieht doch alles sehr ordentlich aus hier mittlerweile. Oder ordentlicher als vorher. Ja, wie gesagt, wir haben da schon ordentlich geklotzt, muss ich mal sagen. Und nicht gekleckert. Also vielleicht ein bisschen gekleckert beim Kuchenessen, ich weiß es ja nicht. Ja, ein bisschen halt. Was wäre Kuchenessen, ohne dass die Tischdecke danach irgendwie schmutzig ist? Also falls man eine Tischdecke hat.
Das stimmt, das ist wahr. Das ist aber doch normal bei jeder Feierlichkeit. Oh nein, ich habe gekleckert, stelle ich schnell den Teller drauf. Ich finde es halt auch schön, wie hier es irgendwie zu verschiedenen Orten einfach immer 10 verschiedene Wege auch gibt. Das stimmt. Man kommt immer irgendwie überall hin. Das stimmt. Das war natürlich alles von mir so geplant. Das stimmt. Als ich damals diese Schlucht ausgehebelt habe. Ja, ja, das war nicht alles einfach nur Zweckmäßigkeit gebaut. Oder so. Da könnte man eigentlich einfach massiv eine Wand reinziehen und da auch noch ein Haus reinbauen. Hast du noch eine Werkbank hier oben? Nee, ne? Nee. Muss ich da ganz nach unten laufen? Ja. Nee, hier kommen. Ja, nee, also nee. Das ist mir, nee. Da könnte man sogar ein recht großes Haus bauen, das so ein bisschen bis runter in die Schlucht geht mit mehreren Stockwerken. Was? Du willst Häuser bauen? Ja, halt Höhlenhäuser. Ja. Weil hier so ein normales Haus, so mit kleinem Dächlein drauf, wäre auch ganz lustig. Ich weiß ja nicht.